Hallo und herzlich willkommen zurück zu Imperial Galactic Survival. Ich habe einen Teich gefunden. Wir hatten das Problem, dass hier ein Outpost ist. Also ich hatte das Problem, ich bin dann von hier oben hier runtergefahren und der hat direkt schon auf mich geschossen, bis ich ungefähr hier war. Da hat er dann von mir abgelassen. Darum habe ich ein bisschen Nebenback. Ich bin aber nicht gestorben oder so. Und meine Nase läuft. Verdammt, das ist jetzt ärgerlich. Und wir bauen doch jetzt mal den hier rein. Zack. Können wir auch wieder aufnehmen. Da packen wir jetzt die Zellen rein und der stellt für uns Sauerstoff her. Nicht, dass wir das jetzt unbedingt nötig haben aktuell, aber wenn es soweit ist, wollen wir natürlich bereits Sauerstoff haben. Das habe ich mir jetzt nicht durchgelesen, aber ich habe das schon. Weiteres Ziel ist Kobalt. Den können wir entfernen. Es ist eine weite Strecke zum Wasser. Das ist gut. Dann kann ich jetzt bohren und gleichzeitig mir die Nase putzen und dann mache ich. Ah, wie schön. Und dann kann ich direkt. So. Damit wären wir fertig. Wo ist mein Moped? Wir sind natürlich zum falschen Eisenvorkommen gegangen. Ja. Da habe ich mir gedacht, ich wollte ja eigentlich mit euch zum Dorf hin, ne?
Eine verlassene Mine. Was ist das Dorf? Die MS Titan. Eine verlassene Mine. Das würde mich natürlich reizen. Nein, wir gehen erstmal nach Hause und müssen erstmal checken, was wir alles craften können. Dieses Wegpunktsystem ist übrigens auch, glaube ich, neu. Protein, wir wollen ja stark und kräftig werden. Ich meine, was ihr da alles an meinem Gegnerkörper seht, meistens Fett, Nutella. Und es ist Nacht. Offensichtlich. Ich habe ein bisschen Angst vor den Kreaturen. Ach so, das ist ja normal, der Wind hier im Gebirge. Wir wissen ja, Aqua sehr beliebt bei lebenden Pflanzen. Oh, ich springe. Hui. Dann können wir auch gleich direkt was mampfen. Da schmeißen wir uns doch erstmal das hier rein. Have a look at your radar and go mine a few pieces. Was? Weil, während du am Essen bist, habe ich bla bla bla. Was entdeckt? Promethium? Das ist auf jeden Fall neu. Was? Aber hier muss ich ja dran vorbeigekommen sein, genauso. Ach nee, das... Nein, das sind die... Ach, das... Das sind einfach nur... Der entdeckt die... Falls ich es noch nicht geschafft habe, entdeckt der Dinge, aber wir brauchen gar nicht wirklich mehr was essen, ne? Einfach vorkommen. Wahrscheinlich, falls ich zu viel bin. So, als allernächstes... Oh, ist das schön. Als allernächstes schauen wir mal in unseren Konstrukteur, was wir denn da alles basteln können. Blablabla, okay. Der ist auf jeden Fall interessant. Was mir jetzt aufgefallen ist, wo ist denn... Wir haben überhaupt keine Ressourcen hier, so im Sinne von, Metallbarren, ne? Da haben wir ja sonst eigentlich immer gehabt, ne? Was das denn? Ach, das ist der Sensor. Ah, okay. Mal schön mit schimmeligen Palisaden. Wer hat sich hier wohl niedergelassen? Gibt es hier oben vielleicht was? Oh, hier. Komm. Wow. Wisst ihr was? Das können wir auch jetzt da drin lassen. Das kann ich später mir da rausholen, wenn ich mal knapp an Silikon bin. Nichtsdestotrotz schmeißen wir das da rein und wir machen erstmal Medium Pellets. Danach Eisen.
Normalerweise hatten wir ja immer hiervon noch was. Irgendwo in irgendeinem Container drin. Aber das haben wir jetzt nicht. Wir haben nur Essen. Essen und Trinken ist bei. Okay, gut. Oh, jetzt kommt meine Katze an. Jetzt sehe ich keine. Registry, Marketplace, Blueprints, PDA, Factions, Techtree. Da wollen wir doch drauf. Wir sind in Level 4 und haben 45 Punkte. Da muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich noch nichts. Doch, das ist Hard Rifle. Light Armor. Mir ist mein Überleben aktuell ganz wichtig. Ansonsten Entry Gun. Turret. Armer locker. Das brauchen wir erstmal nicht. Tools, ganz wichtig. Tools müssen wir gleich gucken. Multitool. Deshalb konnten wir das Ding da nicht wegmachen vom Schiff. Texturen-Symbol-Ding brauchen wir erstmal nicht. Multi-Drill Tier 2, der wäre natürlich interessant. Aber dafür brauchen wir Level 7. Oh, du doofe Katze. Aber jetzt aber gut. Nachdem wir nun den Quatsch freigeschaltet haben, können wir dieses jene Gerät auch nicht bauen, weil uns die Komponenten fehlen. Aus diesem Grund muss ich wohl oder übel nochmal los. Kobalt, Silikon, wir grasen das ab, dann das. Dann das. Magnesium brauchen wir erstmal nicht. Wo steht mein Moped? Moped habe ich eingesammelt. Erste ist Kobalt. So. Mein 50 Iron Ore habe ich doch schon längst gemacht. Okay. Auch ganz anders, mein Freund, ganz anders. Ui. 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 Und wir da, wir sind da. Tage werden wir uns das Dorf angucken und diese komische Verlassenheit. Das würden wir dort schwierig finden. Wahrscheinlich die ganzen Ressourcen, die wir normalerweise beim Spiel stellen.
haben auch Licht, ne? Jetzt hier zusammen mit euch, weil so viel will ich hiervon jetzt noch gar nicht sammeln. Erst, dass wir so einen Grundvorrat kriegen. 44. Damit haben wir auf jeden Fall das an Aufgabe erfüllt. Raus hier. Scheiße. Nein, ich bin hier drin gefangen. So, haben wir mein Moped irgendwo stehen lassen? Nein. Als nächstes geht's weiter zu Jellicoon. Da können wir schön übers Gebirge fahren. Hiervon sammeln wir nur ein bisschen. Sehr zufriedenstellend. Weiter geht's im Text. Aloe Vera. Direkt mitgenommen. Dann geht's hierhin. Sollte auch erstmal reichen. So. Das war zu erwarten. Und damit fahren wir jetzt erstmal wieder gen Heimat. Brauche ich eigentlich gar nicht markieren, weil das viel mehr direkt.
So. Das kann da rein, das kann da rein, das kann da rein. Als allererstes stellen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt 100. Sonnenaufgang ist in 3 Stunden 2. Und ja, innen. Oh, lecker. In der nächsten Folge werden wir dann einmal die verlassene Mine besuchen und das Dorf und das Ding, wenn das friedlich ist. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.